Weiter geht es mit einer neuen lebensbejahenden Folge Far Cry 6 auf der PlayStation 5. Freut mich, dass du da draußen wieder lebenspositiv bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Let's go, Freunde. Gewinnspiel läuft. Gewinnspiel Nummer 3. Ihr könnt gewinnen für PC, PlayStation und Xbox. Einfach nur eine Bewertung da lassen und wow, einen Kommentar schreiben mit eurem Discord-Namen und natürlich, welche Version ihr haben wollt. Ganz easy. Ganz easy. So, wo gehen wir denn hin? Ich würde sagen, wir gehen ja hier hin. Dann arbeiten wir das so langsam ab, oder? Dann arbeiten wir uns langsam durch. Was muss ich denn machen? Irgend so ein Konvoi, Nachschub, Konvoi sabotieren, hey, und zerstören? Hast du schon die Bauern rekrutiert, um den Pass anzugreifen? Nein. Denk dran, das Passwort lautet Knuckleball. Noch nicht. Glaubst du nicht, ich schaff das allein? Die Leute müssen das Gefühl haben, Teil des Kampfes zu sein. Und die haben Raketenwerfer und anderes geiles Zeug. Denk dran, der Star ist die Mannschaft. Aber ich gewinne lieber alleine. Schon gut. Dann schicken wir die Leute von El Este an den Strand, während du Castillo alleine stürzt. Das war ein Scherz. Ich denke drüber nach, deine Superfans zu rekrutieren. Gracias. Du siehst wichtig aus. Lass die Kokosnüsse fallen. Knuckleball geht los. Binga. Ich dachte schon, dieser Tag kommt nie. Wir müssen Benitez reizen und dafür sorgen, dass ihre Truppen sich verteilen. Musik in meinen Ohren, Guerriero. Wir sehen uns auf dem Pass. Ich bring die Nagelsperre mit. Perfecto. Endlich benutzen wir die mal. Okay, Ladies, irgend so eine alte Kokosnuss-Oma, die jetzt irgendwie Viva la Revolution schreit und ja, der Klassiker halt. Der Klassiker. Wenn ich jetzt töten würde, hätten wir ein Problem, richtig? Muss Drang zum Morden unterdrücken. Großer Wunsch, alle umzubringen. Unterdrücken. So, langsam. Hey, Gott sei Dank habe ich so ein Heli, ne? Gott sei Dank besitze ich so ein Heli. Hey, komm, was ist das? Wenn ich das Wort Knuckleball sage, klingelt da irgendwas? An den Hinterhalt am Pass legen. Den Konvoi platt machen. Alles mitnehmen, was sie haben. Und an Jonrons Seite kämpfen. Carajo, du bist aber bereit. Ich habe monatelang auf den Marschbefehl gewartet. Vámonos, Guerriero. Endlich kann ich mal meinen Raketenwerfer benutzen. Panzerfaust geladen und entsichert. Alles klar, Jungs, ihr seid ziemlich killgeil, ne? Ihr seid irgendwie ziemlich killgeil. Carajo, amigo! Wie kann man so killgeil sein? Muss unterdrücken, alle Bauern zu ermorden. Er will alle Bauern ermorden. Perfekte Landung. Hallo, ich bin's. Du siehst nach La Moral aus. Naja, eigentlich bin ich nicht von dem Verein. Guck. Oh Gott. Ja, beruhig dich. Sagt euch der Begriff Knuckleball irgendwas? Na klar. Du brauchst uns beim Pass, richtig? Si, wir treffen uns dort. Du hast doch unsere Leute von dem Frachtschiff gerettet, oder? Ganz genau. Mein Cousin war auf dem Schiff. Muchas gracias. De nada. Holen wir uns diesen Konvoi. Ich hol meinen Mörser. Zeit für den Mörser, komm! Wo hat die denn Mörser? Was sind das für Bauern? Der eine holt seine ultra krasse automatische Panzerfaust, die holt einen Mörser, der andere hat einen Kuhwerfer. Was ist hier los? So. Hierhin. Alright. Die Bauern hier in der Gegend sind echt ziemlich wild. Ziemlich wild. Oh, hier drum ist ja noch ein Panzer, ne? Nur so als kleine Randinformation. Und was nun? Einfach drauf shooten oder? Wow, das ging sehr schnell. Wo sind meine Homies? Was machen die denn jetzt? Na, wir stehen geblieben sind die aber jetzt auch nicht. Mir da.
Au, 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 au. Wow, 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 wow. Oh Gott. Uff. Uff, 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 uff. Böse, 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 böse. Ich brauche ein Auto. Man möge mir ein Fahrzeug spendieren. Ha, hier brennt alles nieder. Mit dem hier kommst du an dein Ziel. Ja, dann beeil dich oder du bist tot. Wo sind die denn jetzt? Hier. Ja, aber ich dachte, die helfen mir. Wo sind die anderen jetzt? Jetzt bin ich irgendwie gerade ein bisschen verwirrt. Ay, carajo. Eieiei. Okay, ich mach mal wieder Premium-Deluxe-Kram. Stopp. Stopp, 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 stopp. Ich brauche das für die große Sache. Offizielle Libertad. Du, da kannst drin bleiben. Offizielle Libertad-Angelegenheit. Wie so ein Streifenbulle, ne? So, hier mal durch. Hier mal rum. Am besten, wir gehen auf die Straße. Okay, ich muss das Ding hier nur irgendwie lahmlegen. What? Ach, hier ist... Schlechter Zeitpunkt. Ich weiß. Bin gleich da. Erschieß mich nicht. Alle was zum Schwert. Der schützt die Ladung. Der schützt die Fracht. Sonst war alles umsonst. Ganz schlechter Zeitpunkt. Ganz, ganz schlechter Zeitpunkt. Boah, der Panzer. Wie geht's dem Panzer? Leider viel zu gut. Wir müssen die Fracht beschützen. Alter, wo ist denn jetzt die Oma mit dem Mörser? Das war's, ich habe keine Munition mehr. Was haben wir denn noch hier Spannendes? Das Ding habe ich noch nie getestet. Let's try. Ah ne, das ist der hier. Ja, okay, den haben wir schon ein paar Mal getestet. Oh, löschen, 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 heilen, heilen, heilen. Ich habe nur eine andere Waffe, die ich testen wollte. Arsenal. Welche war das denn? Die hier? Ich glaube, die hier. Auch noch nie getestet. Nice. Fucking Harpune. So, wo ist denn hier noch was? Können wir das Ding jetzt einnehmen, oder? Okay, irgendjemand sollte schon auf dem Weg sein. Kann man das Ding reparieren und lenken? Ich fahr lieber. Ich will kein Auto. Ich brauche kein Auto, Jungs. Wolltest du das hier? Da oben sind irgendwelche Leute bewusstlos, kann das sein? Warte mal, hier oben sind. Hier drüben sind ja noch mehr. Okay, was genau bringt das? Es ist sau laut, aber es bringt irgendwie gar nichts. Ach, jetzt kommen die erst. Okay, das war eine extrem unspektakuläre Mission. Aber wir haben sie geschafft. Mach das Ding auf. Oh. Jackpot. Hola. Hey, na? Verschwinde. Das Militär sucht nach dir. Sehr viel weiter. Du hast also den Konvoi angegriffen. Ja, Von Ron ist mit dem Geld unterwegs zu dir. Gute Arbeit, Danny. Das Geld wird unserer Sache sehr helfen. Admiral Benitez hat die Patrouillen verstärkt, also sei vorsichtig auf den Straßen. Okay. Oh Mist, dreht jetzt wirklich richtig durch? I don't like this. Okay, wir müssen hier und ich kann schon wieder keine Schnellreise machen.
Wieso auch immer. Irgendwie schnell reisen hier in die Gegend. Naja, geht nicht. Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Hier geht's. Als wäre das hier gesperrt. Wegen was auch immer. Schade. Fahrbarer Untersatz. Raus! Ich sagte raus! Kümmer dich nicht um den Kratzer. Sehr nett von dir. Kümmer dich nicht um den Kratzer? Ich sollte dich vernichten. Ich sollte dich zerstören. Gut, fahren wir mal zurück für die nächste Mission. Die war jetzt relativ flott. Aber auch nur, weil wir einen Heli hatten. Das hat wieder vieles deutlich angenehmer gemacht. Ohne Heli zu jedem dieser Bauern einzeln durch den Dschungel zu cruisen, ich hätte wieder die dreifache Zeit gebraucht. Düdüt. Also irgendwie muss man diese Stadt hier befreien können. Wahrscheinlich, wenn man alle Stories erledigt hat. Ich kann mir vorstellen, dass dann hier Stadt Showdown ist. Damit endlich diese dämliche Ausgangssperre weggeht. Ja, ich habe mit Carlito das Museum renoviert. Das hast du richtig gehört. Die Legenden stimmen. So, Fridays for Future mit Waffen. Hör zu. Du musst für mich ins Grand Hotel Caballero. Das war mal ein Ferienort für reiche Touristas. Aber Benitez hat es in eine Art Gefängnis-Folterkeller-Höllenloch umfunktioniert. Einer unserer Kämpfer, Hugo, wird dort gefangen gehalten. Das heißt, er hat einen Termin bei der Zahnärztin. Niemand verhört besser als sie. Wenn die Zahnärztin irgendwelche Informationen aus ihm rausholt, sind wir am Arsch. Hugo hat ein gutes Herz, aber er wird zusammenbrechen wie ein Kartenhaus. Du musst dieses Verhör verhindern, koste es, was es wolle. Ich habe eine Späherin zum Hotel geschickt. Sie wird dir helfen, wenn du ankommst. Und einer von Gilbertos Leuten kann dich an den Wachen vorbeischleusen. Hinten in seinem Lieferwagen. Aber du beeilst dich besser, sein Truck wird bald von den Speditionshöfen abfahren. Benitez darf nicht herausfinden, wo wir sind, Dani. Okay, ich meine, das ist ja auch ein mega geheimes Geheimversteck. Gott, kommt kein Mensch drauf. Heftig. Richtig, richtig heftig. Ihr seid der Wahnsinn. Ich wollte es nur nochmal betont haben. So, was nehme ich mal hier? Ich nehme mal den hier mit. Einfach nur so, weil ich wissen will, ob er Spaß macht. Willst du zum Grand Hotel Caballero? Oh, sorry. Hola. Moment, hier muss ich irgendwo hin. Hier hebt gleich der Truck ab. Vámonos, vámonos, muchachos. Vámonos, vámonos, muchachos. Hola. Hey, ich fahre zum Hotel. Ich kann dich an die... Ich musste einfach hinten... Einfach hinten ran, oder was? Du machst diese Mission? Ja, ich mach die Mission. Ich hasse Zahnärzte. Ich auch. Das heißt, wenn man in ihrem Stuhl sitzt, gibt man entweder Informationen her oder sein Leben. Oder beides. Dann sollte ich Hugo wohl schnellstmöglich finden. Unsere Späherin ist schon vor Ort und wird dir helfen. Da bin ich ja mal gespannt. Hast du vorhin Yelena gehört? Das ist die Stimme, die wir brauchen. Ist manchmal schwer zu sagen, ob wir gewinnen oder verlieren, weißt du? Am Ende werden wir gewinnen. Das verspreche ich dir. Kann ich mich auch irgendwo hinsetzen? Was wollen Sie hier? Lieferung vom Oberkommando. Alles klar, einmal aufmachen. Wir werfen einen Blick rein. Ich weiß nicht. Das darf eigentlich nur der Boss öffnen. Nicht mal ich weiß, was da drin ist. Was soll das denn bitte heißen?
Hey, ich befolge nur Befehle. Mach ruhig auf, aber die Zahnärztin meinte, niemand darf einen Blick reinwerfen. Ah, für die ist das. Egal, weiterfahren. Bis jetzt läuft ja alles sehr gut. Ich bin mal gespannt, ob die Zahnärztin wenigstens so ein richtig durchgeknallter, abgefuckter Schurke ist. Danny, ich habe die Lage im Auge und bin in Position. Die Zahnärztin ist schon bei ihm. Pinga. Ich dachte, Zahnärzte kommen immer zu spät. Diese hier leider nicht. Diese hier ist ultra pünktlich, aber wieso brauchten wir jetzt einen Truck? Ich meine, da wären wir doch so oder so auch anders hochgekommen. So viel Security hat die Alte jetzt auch nicht, ne? Uff. Uff. Der Johnny kann euch auch nicht retten. Ist das die scheiß Zahnärztin? Wo ist das Hauptquartier von La Morale? Fick dich, hija de puta! Das hat die überlebt! Das hat die eiskalt überlebt! What? Alright. Gib mir noch eine Waffe. Guck, guck. Okay, jetzt ist sie weggeflogen. Ob sie das auch überlebt hat? I don't think so. Die Zahnärztin ist tot. La Morale ist erst einmal sicher. Das sind echt gute Neuigkeiten, Danny. Oh, und ich arbeite an einem Geschenk für dich. Was denn? Das Hotel. Ich übernehme es. Wir haben hier den letzten Guerillero gefoltert. Sicher, dass du nicht zu La Morale gehörst? Eieiei! Eieiei! Wow, wow, ich brauche meine Spezialraketen. Ich brauche ganz dringend meine Spezialraketen. Habe ich da noch Munition für? Ich hoffe. Bisschen. Bisschen Muni haben wir noch. Bitte sehr. Einen gebe ich ihm noch mit. So, Heli down. Volltreffer. Na also, geht doch. Easy. Ah, siehst nicht gut aus, Kumpel. Siehst nicht gut aus. Und plötzlich kann er sich von alleine befreien. Komm her. Was ein Typ. Was sollte die Bevölkerung Yaras über diesen Konflikt wissen? Konflikt? Es läuft alles wie immer. Trotz der ganzen Gerüchte gibt es keinen Krieg, zumindest nicht im Osten von Yara. Stimmt's, Admiralin? Das ist kein Krieg. Ja. Die Verbrecher von Libertad werden gestoppt. Ja. Sie sind wenige, wir sind viele. Hört ihr das, lieber Tratsch? Die Frau ist knallhart und meint es ernst. Und was ist mit der gewalttätigen Bande, die man als La Morale kennt? Jeder, der Yaras Militär angreift oder unsere Wirtschaftsinteressen, ist kein wahrer Yaraner. Meine Strategie dagegen lautet... Und ich helfe bei dieser Strategie. Ich habe Jahrzehnte Erfahrung. Ich habe eine Sicherheitsfirma. Der Osten ist sicher. Habe ich recht? Ja. No prio capis, por nada.
Und Cut, bin weg. Signor Presidente. Admiralin, schön, Ihre Stimme zu hören. Dürfte ich fragen, wie es sein kann, dass eine Gruppe Schulkinder in El Este für die größten Verluste der kämpfenden Truppen in diesem Krieg verantwortlich ist? Admiralin. Sie haben Unterstützung von Libertad und den Legenden. Ich habe Ihre Karriere stets interessiert verfolgt. Wählte Sie persönlich aus. Aber machen Sie sich nichts vor, es standen erfahrenere, qualifiziertere und intelligentere Offiziere zur Wahl. Sie sind nur aus einem Grund aufgefallen. Sie, Señor Presidente. Sie waren eine Frau in Uniform. Und nun könnten Sie die höchstrangigste Frau werden, deren Kopf je aufgespießt wurde. Gracias, Señor Presidente. Okay, die Alte müssen wir kalt machen. Und den kleinen Schwabbel am besten auch noch. Alle töten, alle vernichten. Viel Glück da draußen. Hier drüben. Dankeschön. Dank dir ist Benites Verteidigung im ganzen Osten zerstreut. Das ist der perfekte Zeitpunkt, um ihr Hauptquartier anzugreifen. Das Problem ist, dass wir nicht wissen, wie viele Soldados dort sind. Deswegen lautet der Plan wie folgt. Du, La Moral, die Ancianos und dieser Panzer schleichen ganz leise auf die Insel. Mit dem ollen Panzer schießen wir Löcher in die Festung und dann schießen wir so lange weiter, bis Benitez tot ist. Sie hat sicher für viele Angriffsszenarien vorgesorgt. Aber über eine Pontonbrücke mit einem Panzer auf die Insel kommen, steht sicher nicht auf der Liste. Ich habe den Treffpunkt mit El Tigre auf deiner Karte eingezeichnet. Alright. Das wird wahrscheinlich dann die große finale Schlacht, ne? War hier nicht noch irgendwo eine Mission? Der hier. Ey, du. Würdest du mir einen Gefallen tun? Vielleicht, möglicherweise, ich weiß es nicht. Ich bin Gilberto Rosario. Entertainer, ledig und Spionagechef der Revolution. Meine bessere Hälfte hast du vielleicht schon im Fernsehen erlebt. Rosamel, guck nicht so überrascht. Es ist erstaunlich, was blauer Lidschatten und ein paar Kokosnüsse ausrichten. Die Regierung glaubt, sie würde Rosamel benutzen, um die Herzen und Hirne der Yaraner zu beeinflussen. Aber nein, Rosamel benutzt sie. Ein Tänzchen, ein kleines Zwinkern, viel Rum und diese Generäle singen Lieder, für die Castillo ihnen die Zungen rausschneiden würde. Aber Rosamel kann nicht überall gleichzeitig sein. Also schicke ich meine Chamäleons. Sie fallen nirgendwo auf, werden zu Schatten und berichten mir alles. Mein Bester, Sergio, arbeitet heimlich in den Ställen für uns. Er hat sich mit einem Capitán Osvaldo Díaz angefreundet, den wir schon eine ganze Weile beobachten. Er hat signalisiert, dass er sich mit uns treffen will. Aber Dios mio, alle meine Chamäleons sind im Einsatz. Könntest du dich mit Sergio treffen, Schätzchen? Ich weiß nicht, was er braucht, aber ich glaube, er steckt in Schwierigkeiten. Und du siehst mir so aus, als könntest du damit umgehen. Dieser Rucksack da ist einfach fabulosa. Fabulosa. Ja, in der nächsten Folge wird's auch wieder fabulosa. Lasst eine kleine Bewertung da. Immer schön fabulosa bleiben. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.